Angst, Ohnmacht und Wut bestimmen unsere Gesellschaft. Aber Angst, Ohnmacht und Wut regieren auch in den Leben vieler Menschen. Wie kommen wir da raus? Das verrät uns jetzt Robert Betz bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen zurück. Gerne. Freut mich, dass Sie da sind. Wir reden jetzt über den großen Wandel, der da stattfindet. Zunächst mal eingangs kurze provokative Frage. Der Wandel 2012, der Aufstieg in die fünfte Dimension, war ja schon. Warum haben Sie nicht mitgemacht? Das war der Startschuss für ein neues Zeitalter. Das passiert mit einem Knall. Was wird hier gewandelt, erstmal, um das zu präzisieren? Gewandelt wird das Bewusstsein erstmal des Menschen. Heißt, wir erinnern uns jetzt Schritt für Schritt für Schritt wieder daran, an das Wesentliche, was der Mensch von Haus aus ist. Und deswegen war nicht 2012 ein Peng, eine Explosion und auf einmal sind die Leute erleuchtet, sondern der Wendepunkt in einem riesigen Ära von vielen tausend Jahren. Jetzt sind wir schon im Beginn einer neuen Ära und die ist gekennzeichnet, wie Sie wissen, wenn Sie in Zeitung gucken, durch sehr viel Unruhe. Und zwar auf allen Ebenen, auf der globalen Ebene, ob das Klima ist, ob das Weltpolitik ist, bis zur privaten Ebene. Das heißt, es kommt sehr viel Unruhe rein und das sind gute Zeichen der Veränderung. Das heißt, bevor etwas Neues kommen kann, muss etwas Altes gehen. Und dieses Alte wehrt sich natürlich noch, weil es so lange eingewöhnt ist. Heißt, die Angst ist sehr stark und die Ängste kommen jetzt hoch. Unter anderem die Angst vor Veränderung. Ein Mensch hat normalerweise Angst vor Veränderung, er möchte nicht, dass sich das Leben verändert. Wir sind aber permanent verändernde Wesen. Der Körper verändert sich und alles verändert sich. Aber wir sagen, bitte keine Veränderung. Möge einigermaßen stabil sein, auch wenn ich nicht so ganz glücklich bin, aber da weiß ich, was ich habe. Aber wenn jetzt Veränderung kommt, und es ist überall spürbar, ob das durch Flüchtlinge sind oder sonstige Dinge, in den Betrieben ist Veränderung am Gange, dann nennen sie das sogar permanente Transformation, nennen das die großen Firmen, dann löst das Veränderungen aus. Heißt, ich habe nicht mehr die Beständigkeit wie früher. Das ist meine Firma. Bei Siemens hatten sie 10 Jahre Tätigkeit schon Rentenanspruch auf die Betriebsrente. Das ist vorbei. Das heißt, wir werden jetzt aufgefordert zu gucken, was ist das Wesentliche, die Basis meines Lebens und letztlich die Basis meines Glücklichseins. Wo ist Stabilität im Innern? Mein Vortrag gestern hieß, wo findest du Halt im Innern, wenn das Äußere wegbricht? Die sogenannten Sicherheiten, die bisher da waren, werden jetzt unsicher, also ob es die Rente war oder sonstige Dinge waren. Also wir müssen uns jetzt Ihrer Meinung nach angewöhnen, mit Unsicherheit zu leben. Ja. Und wo ist denn da dieser Halt im Inneren? Also gut, wenn es so ist, dass die Zustände in der Gesellschaft das direkte Ergebnis von inneren Zuständen sind, dann müssen wir ja im Inneren irgendwo irgendwas verändern können, Absolut. Was dann uns wieder zu so einer Art stabilerer Lage in der Gesellschaft führt. Erstmal geht es darauf, überhaupt mehr Aufmerksamkeit auf das Innere zu lenken, denn bisher sind wir ja nur im Außen, wir sind ja im Denken und Machen und Tun und da haben wir uns verloren. Wir haben vergessen, dass wir etwas Inneres haben und von innen nach außen erschaffen. Zum Beispiel die Frage, arbeite und lebe ich aus dem Kopf heraus, aus den unwahren Gedanken des Verstandes? Oder traue ich diesem Herz, einem Zentrum in der Brust, das kein Chirurg finden kann, zu, dass es ein Navigator ist für mich, der mich führen kann, das mich führen kann? Wie sollen mich Angst und Schuld führen können? All das, was sich zeigt in meinem Leben, ob ein Unfall, Krankheit, Angst oder Schuld, ist genau die Richtung, wo es hingeht. Das heißt, dadurch, wenn ich in die Angst hineingehe und sie bejahend fühle, erstmal anerkenne, es ist meine Angst, zweitens mich ihr stelle, fühlend stelle, weil Angst ist ein Gefühl, dann ist Angst meine Tür in die Freiheit und in Vertrauen. Das heißt, alles, was sich zeigt in meinem Leben, in meinem Körper, in meinem Gefühl, in meinen Empfindungen, ist die Tür in etwas Neues. Darum ist Angst jetzt da, damit wir Vertrauen lernen. Vertrauen findet nur jeder Mensch in sich selbst. Zum Beispiel früher haben wir gesagt, mir geht's gut, wenn mich da einer liebt. Ja, wenn ich einen Partner habe, der ist sicher und der ist treu und der liebt mich, dann geht's mir gut. Dieser Teppich wird jetzt weggezogen und sagt, lieber Mensch, liebe Frau, lieber Mann, wenn du dich selbst liebst und zu dir stehst und dir treu bist und auf dein Herz hörst, dann hast du eine innere Stabilität. Dann wirst du nicht wegkippen, wenn dein Partner geht, sondern dann kannst du sagen, ja, ich bin traurig, dass er nicht mehr da ist, aber ich vertraue, dass was Neues kommt. Und ich liebe mich in der Situation. Das ist ja gerade der Punkt, dann, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir in der Krise bin, dann ist der Punkt der Selbstliebe gekommen. Wenn es mir gut geht, dann denke ich doch nicht an Vertrauen. Ja, wenn es mir einigermaßen gut ist, denkt kein Schwein an Vertrauen. Aber dann, wenn es mir nicht gut geht, das alte Gewohnte, der Arbeitsplatz, der Job wegbricht, die Gesundheit gerade nicht mehr da ist, dann ist die Frage, worauf vertraue ich dann? Was ist meine innere Basis? Und ich sage, das ist die Liebe zu dir selbst und dein Vertrauen in das Leben, das sich äußert durch deine innere Führung.
Gut, okay, also dann, ich sehe, wir müssen so ein bisschen noch ein bisschen eher anfangen, denn viele Leute, wenn sie in sich reinblicken, die entdecken da viele, viele Gefühle wie Angst und Schuld, Ohnmacht, Wut und so weiter und so fort. Wie entstehen solche Sachen überhaupt in einem? Durch alles, durch Gedanken. Die Basisängste eines Kindes sind, ich könnte alleingelassen werden, ich könnte verlassen werden, ich könnte mit Liebesentzug bestraft werden, ich könnte scheitern, könnte Fehler machen. Letztlich am Ende kommt dazu, ich könnte sterben. Basiert aber doch auch Erfahrungen, oder? Angst vor Hunden, Angst, geschlagen zu werden, Kinder, die geschlagen kommt werden dazu, von ihren Eltern. Kommt dazu, aber das sind auch ganz normale Kinder. Ein Kind, das aufwacht mit 2 Jahren im Bettchen und sagt, Papa, Mama und Mama, Papa, antworten nicht. Da kann ich sagen, ach, die sind jetzt gerade mal 2 Stunden ein Trinken. Dieses Kind hat im Moment Angst, Angst allein zu sein. Das passiert also in ganz normalen Familien. Oder Schuldthema, was sie anschneiden. Da haben wir jetzt seit tausenden von Jahren ein System des Denkens, dass wir uns schuldig fühlen und andere in die Schuld setzen. Wir stellen Schuldscheine aus. Wir sagen es mir, mein Vater, meine Mutter hätten das anders machen müssen, hätten besser sein müssen. Und so haben heute, wenn Sie Leute fragen, fast alle Mütter haben Schuldgefühle. Ausgelöst mit den Gedanken, ich hätte eine bessere Mutter sein müssen. Ich hätte das und das nicht machen dürfen. Das ist selbstgemacht, hausgemacht. Und Kinder, viele Kinder haben Schuldgefühle, weil ihre Eltern sich für sie aufgeopfert haben und so viel gemacht haben. Die haben dann oft noch gesagt, wir tun das nur für euch. Kennen Sie solche Sätze, ja? Na, ihr sollt's mal besser haben. Das ist nett und lieb gemeint. Aber es macht uns erwachsenen Kindern Schuldgefühle, wenn wir 70, 80-jährige Eltern haben, die im Krankenhaus leben, im Altenheim sind oder Demenz haben und denen es nicht gut geht. Das heißt, wir haben eine lange Tradition von mich selbst schuldig erklären, mich verurteilen und andere verurteilen. Und das führt zu Schuld. Und diese Zeit, dieser alte Schuh, Schuld, geht jetzt in den nächsten Jahren, wird weggezogen. Der Geist der Welt drückt das so schön aus. Ihr habt eine lange, über tausende Jahre einen dicken Teppich aus Schuldfäden gewebt und der wird jetzt weggezogen. Eines der größten alten Muster. Wenn es Schuld objektiv in der Natur nicht gibt, haben wir Menschen selber gemacht. Okay, aber wenn ich jetzt als Eltern von Kindern gar keine Schuldgefühle habe, darüber, wie ich meine Kinder behandle oder was ich denen zur Verfügung stelle oder was auch nicht, fehlt da nicht irgendwie so eine Kontrollinstanz, so eine Selbstkontrolle oder so ein Selbst... Im Gegenteil, was fehlt, ist der Frieden und die Anerkennung, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und Kindern geht's besser, wenn Papa sagt, du, ich bitte dich um Entschuldigung, ich habe dich lange Zeit nicht verstanden und damals habe ich dir sogar eine gescheuert, ja? Und damals war ich nicht da, weil ich dachte, ich musste arbeiten die ganze Zeit. Ich habe deine Kindheit verpasst. Tut mir herzlich leid. Dann kommt Nähe zustande. Und das hilft dann dem Kind dann noch was, wenn der Vater... Oh ja, das hilft einem 30-Jährigen, wo der Vater kommt. Lieber Sohn, ich möchte mich mal entschuldigen. Bitte verzeih mir, dass ich damals nicht da war. So, gut. Also Ihren Büchern zufolge und sagen Sie, wir schleppen eigentlich alle solche verdrängten Sachen mit uns rum. Ja, solche Angst, 9 Schuld. 9 große Dinge. Größter Knopf bei uns ist der Angstknopf, Wut, Ärger, Hass, Scham, Kleinheit, Minderwertigkeit, Schuld, schlechtes Gewissen, Einsamkeit, Ohnmacht, Neid und Eifersucht. Das sind Hauptgefühle, die wir alle entwickelt haben, mit Gedanken, die unwahr sind und dann verdrängt haben. Und das ist eines der größten, für mich die größte Ursache für Krankheit. Okay, das genau, das ist ja der Punkt, da hatten wir schon drüber gesprochen, wo andere Leute Ihnen da nicht folgen, sagen, die Leute sind nicht verantwortlich für ihre eigenen Krankheiten. Ziehen Sie da auch irgendwo eine Grenze, wo Sie sagen, jeder ist wirklich für alles verantwortlich, was ihm dazu stößt an Krankheiten? Natürlich gibt es auch, wie die Ärzte sagen, genetische Krankheiten. Aber selbst da wird es in den nächsten 10 Jahren große Fortschritte geben. Denn was ist genetische Krankheit? Das ist etwas, was aus der Ahnenfamilie kommt. Irgendeiner muss doch mal in ihrer Ahnenfamilie angefangen haben, wenn es genetisch bedingt ist. Wird aber nicht sagen, dass Adam und Eva schon Krebs hatten oder Diabetes hatten. DNS-Schäden durch Strahlung oder so gibt es ja auch. Darf man dran glauben? Ich behaupte, das ist ein Muster. Irgendeiner, zum Beispiel ein Ausgegrenzter aus der Ahnenfamilie, irgendeiner, der ausgegrenzt wurde. Und Ausgrenzung ist ein wichtiges Thema, auch bei uns bei Flüchtlingen wieder und bei anderen. In jeder Familie gab es Ausgegrenzte. Und so ein Ahnenthema, wo der Ur-Ur-Urgroßvater etwas gemacht hat, zum Beispiel Selbstmord gemacht hat. Und da wurde ausgegrenzt, weil das früher war das ein Ding. Früher wurden Behinderte ausgegrenzt, Schule ausgegrenzt, Kriminelle ausgegrenzt, Selbstmörder ausgegrenzt, die falsche Partei hatten, die nicht an der Kirche waren und so. Diese Ausgrenzungsfälle in unserer Ahnenfamilie, das ist ein Energiesystem, dem ich mich nicht entziehen kann. Wir sind Zwangsmitglieder in unserer Ahnenfamilie. Und dieses Energiesystem will aufgeräumt werden. Auch, genau wie unser eigenes. Und da hat es Muster gegeben, die von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Und das manifestiert sich am Ende in der DNS als Information. Nehmen Sie nur das Muster der Mütter, sich aufzuopfern. Ein altes Muster. Obwohl heute Frauen so viel Fortschritte gemacht haben, haben sie in sich immer noch diese Tendenz, für andere da zu sein, um damit Liebe zu bekommen. Das ist ein Prozess, der jetzt im Gange ist. Das heißt, diese alten Muster
werden jetzt erkannt als Muster und die einzelne Frau und der einzelne Mann kann sagen, und da denke ich erstmal neu. Ich fange an, mich einen neuen Gedanken zu denken. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich für mich gut da bin, dass ich dann die bessere Mutter bin oder der bessere Partner. Wenn ich sage, du, mein lieber Mann, du sorgst bitte dafür, dass ich Freude habe in meinem Leben. Und ich opfer mich dafür auf und gebe dir auch meinen Sex. Das sind Abhängigkeitsverhältnisse, ja, wo ganz viel Manipulation. Er gibt die materielle Sicherheit und sie sagt, ich gebe dir Sex. Das sind die, aber mit Liebe nichts zu tun. Und da braucht natürlich Mut zu, mir das klar zu machen. Stimmt, da fühle ich mich nicht frei. Er gibt mir das, ich geb ihm das. Aber das ist keine Liebe. Das ist ein Handeln. Die interessante Frage, die es in dem Zusammenhang für mich ergibt, ist ja, dass wir ja alle so, sag ich mal, traditionelle Rollen in so einer Partnerschaft haben. Und wenn das jetzt wirklich so wäre, dass jeder Mensch anfängt, da rauszubrechen, wie Sie das ja sagen, dass wir in diesem Wandel sind, die Frauen mehr Selbstliebe haben, Männer mehr Selbstliebe und so. Dann kommen Menschen zusammen. Dann kommen Menschen näher zusammen. Heißt es auch, dass dann vielleicht das traditionelle Partnerschaftsverhältnis sich irgendwie verändern würde? Nein, es kommt wirklich. Man redet ja von Polyamorie und sowas. Ja, das interessiert mich weniger. Mich interessiert erst überhaupt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, wann ist es eine intime, wirklich offen, ehrliche Partnerschaft? Und da darf jeder, ob Mann oder Frau, anfangen, bei sich zu gucken, bin ich ehrlich zu mir? Und darf ich zum Beispiel, Sie haben eben Polarität angesprochen in der Pause, das Thema, darf ich auch schwach sein? Für mich ist der Mut zur Verletzlichkeit, mich dem anderen, meinem Partner, verletzlich zu zeigen, nicht immer von meiner Schokoladenseite zu zeigen, ist der Anfang für Nähe. Wir verstecken so viel an uns und sagen, das kann ich nicht zeigen, das kann ich nicht zeigen, da kann meine Frau, da kann mein Mann nicht mit umgehen. Wir haben da viel uns selbst belogen und betrogen. Und ich sage, die größte Lüge in der Partnerschaft entsteht nicht durch Worte, sondern durch alles das, worüber nicht geredet wird. Besteht in 9 von 10 Paaren, jedes Mal. Jedem Seminar. Es wird nicht darüber geredet, was wirklich Sache ist. Die Leute haben Angst, das Kind in uns hat Angst, dem anderen zu sagen, du Schatz, wir sind 15 Jahre zusammen, aber darf ich ehrlich sein zu dir? Die letzten 5 Jahre finde ich das stinklangweilig und geht's mir gar nicht gut mit dir. Oder er sagt, du, im Bett, das ist ja sowas von, ich würde mir was anderes wünschen. Haben beide total Schiss vor dem anderen, das zu sagen. Weil sofort Schuldgefühle, oh, bin ich gut genug für dich und so weiter und all sowas. Ja? Sofort Hickhack, Hickhack, Recht haben und Angriff und Verteidigung. Das sind die alten Muster. Aber wirklich von auf Augenhöhe dem anderen zu begegnen und sagen, Schatz, ich liebe dich und ich würde gerne mit dir offen sprechen. Darüber und darüber. Und das trauen sich bisher die wenigen. Aber die Wahrheit wird auf den Tisch kommen dürfen. Sonst kommt keine Nähe. Ich sage, Verletzlichkeit ist der Punkt der größten Nähe, das zu Nähe führt. Sobald wir uns, wenn wir jetzt ein Paar werden, uns was vormachen, sie denken ihr, ich denke meins, ja, dann machen wir Katz und Maus Spiel. Und jeder hängt in seiner Rolle und jeder ist unglücklich. Jetzt ist es wahrscheinlich so in den meisten Beziehungen, dass die sich das gar nicht so bewusst darüber sind, ja, genau. sondern sie leben vielleicht so ein bisschen aneinander vorbei. Darum kommen, muss die Krise sowas. Kommen. Darum muss die Langeweile kommen. Dann muss das Krachwillen kommen. Dann muss das Fremdgehen kommen und so weiter. Natürlich, wenn einer fremd geht, dann ist die Krise aber da. Aber da fangen die erstmal mit an zu reden und das muss kein Grund sein, sich zu trennen. Schauen Sie mal, fragen Sie Paare, die 25, 30 Jahre zusammen sind. Fast alle ist irgendeiner mal fremdgegangen. Und wenn Sie fragen, wie sind wir denn umgegangen, dann sagen viele, da kamen wir erstmal miteinander ins Gespräch, haben uns überlegt, was wir wirklich an uns haben. Ja? Und dann wird so eine Partnerschaft nochmal neu geboren. Ja, absolut, oder? Das ist das Wichtige. Und sie wird dann vor allen Dingen neu geboren, wenn ich anfange mit dem ersten Mann, meinem Vater, der ersten Frau meines Lebens, meiner Mutter, mal innerlich Frieden zu machen. Weil die meisten Partnerschaften sind dadurch sehr verzerrt, dass ich mit diesen beiden Schlüsselfiguren immer noch im Clinch bin. Ja, und das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Ganz einfach. Wenn Sie an Ihrem Papa, ja, also wenn eine Tochter in Ihrem Vater noch langsam angefangen, jeder Junge und jedes Mädchen muss sich in der Kindheit mit Papa und Mama verstricken. Warum? Weil der eine die Macht, der andere die Oma. Ich muss mich anpassen, ja. Besonders intensive Verstrickung gibt es zwischen der Tochter und dem Vater und dem Sohn und der Mutter. Diese Verstrickung führt dazu, dass ich ein Frauenbild entwickle, das erstmal durch meinen Blick auf meine Mutter entsteht, dass ich ein Vaterbild entwickle, das durch deinen Blick auf meinen Vater und durch das, was meine Mutter über meinen Vater gesagt hat. Fragen Sie mal 10 Frauen, was sie über Männer halt denken. Oder fangen Sie an, was haben Sie über Ihren Vater gehört? Und 8 von 10 Frauen werden sagen, ja, meine Mutter hat schon sehr negativ über meinen Vater geredet, wenn er nicht da war. Und ich behaupte, keine Frau ist in ihrer Partnerwahl frei, unabhängig ihrer inneren Beziehung zu ihrem Vater. Und kein Mann ist in der Partnerwahl frei, unabhängig von seiner inneren Beziehung zu seiner Mutter. Und da haben wir so viel Auswüchse. Das heißt besonders zum Beispiel die
extremen Verstrickung zwischen den meisten Söhnen und ihrer Mutter. Die ganzen Schwiegermutter-Schwiegertochter-Problematik. Woran liegt das? Die Mutter sagt zu der Schwiegertochter, den kannst du zwar heiraten, mein Sohn, aber er bleibt eh meiner. Das heißt, sie hat ihren Sohn emotional im Griff. Das können ganz viele Schwiegertöchter bestätigen. Das heißt, der Mann ist nicht frei von seiner Mutter und darum, und die Tochter ist nicht frei von ihrem Vater. Zum Beispiel Prinzessin vor Papa. Viele waren Papas Kind. Wollten Papa imponieren, sollten oft ein Junge werden und wundern sich, dass es mit dem Mann nicht klappt. Die können einen haben, aber dieser, ich sag, der Hubschrauberlandeplatz, wo dein Mann landen kann, der ist besetzt. Die haben immer wieder Probleme mit Männern. Die gehen weg oder sie haben das Gefühl, der Mann, ich komme nicht an die Frau ran. Weil eine Tochter, die in Papa verliebt ist und Papa erwidert das oft und die Mutter ist sehr oft eifersüchtig an der Stelle, die hat eine intensive Beziehung, ich sage fast etwas übertrieben, sie ist energetisch mit Papa verheiratet, heißt extrem verstrickt. Und diese Frau ist nicht wirklich frei für einen anderen Mann. Da steht Papa vor. So, okay, da reden wir jetzt über nochmal eine ganz andere Art von Verstrickung. Wer von den, an wen von den beiden liegt jetzt, dass diese Verstrickung gelöst werden muss? Beide. Aber wenn ich der Sohn bin oder die Tochter, kann ich durch eine Meditation über einen Monat lang anfangen, das zu lösen. Das heißt, die Meditation ist mein Vater und ich, meine Mutter und ich. Da begegne ich mir nochmal in der Kindheit Schlüsselsituation, wo es zum Beispiel einen Bruch gegeben hat zwischen mir und dem Vater. Wo etwas entstanden ist, was heute noch da ist, ungeheilt da ist. Und wo sie es ganz besonders sehen, ist in Firmen. Das heißt, alle Probleme, die sie mit Chefs haben, mit Vorgesetzten. Ich sage, wer hat hier Probleme mit Vorgesetzten öfter? Ich sage, dieser Vorgesetzte ist eine Stellvertreterfigur von Papa der Kindheit. Außer die Mutter war der Sheriff zu Hause. Dann spiegelt dieses Verhältnis, weil das Kind hat gesagt, ich möchte, Papa, dass du mich lobst. Papa, ich möchte, dass du mich anerkennst und sagst, du bist toll. Das möchte jeder Junge besonders. Papa, 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 guck mal, wenn der kleine Junge was gemacht hat und was kann, sagt Papa, Papa, die Mama kann daneben stehen, aber Papa, sag du, dass ich das gut gemacht habe. Ja? Und dieser Wunsch, dieses Bedürfnis kann kaum ein Papa erfüllen, die ersten Jüngeren etwas besser. Wenn Sie fragen, 100 Leute, wer ist von seinem Vater noch nie im Leben umarmt worden? 30, 40-jährige Leute heute. Sie werden 25-30% sehr noch nie, noch kein einziges Mal. Männer fühlen sich extrem schwer, so emotional zu sein. Schatz, ich nehme dich mal nach. Was haben die denn da gemacht? Ja, weil die verschlossen waren. Weil wir Männer früher noch als die Frauen gelernt haben, unser Herz zu verschließen. Für alles, was Emotionen angeht. Ich sehe das hier heute in Schulen. Ich habe eine Frau gehabt, die sagt, mein Sohn durfte mit Puppen spielen, so ganz alles, ne, Weiblichkeitserziehung und sonst was, durfte seine Gefühle ausdrücken, kommt in die Schule, fängt dreimal an zu weinen und ist unten durch bei seinen Kumpels, bei der Peergroup. Der gilt als das Mädchen. Ein Mädchen können sie mit 10 Jahren noch, darf mal Tränen laufen lassen, dem wird nicht das Mädchen sein aberkannt, aber dem Jungen werden seine Eier aberkannt, auf Deutsch gesagt, seine Männlichkeit. Das ist ein riesiges Problem. Das heißt, wir haben geguckt, vorher Herz verschließen, so tun als ob. Männer laufen in die Firmen, ihren Job rein und tun so als ob. Wir sind die größten Schauspieler. Bis hierhin sind wir aktiv und da sind wir zu. Und da haben wir die größten Probleme heute in Firmen. So. Denn wo Firmen Probleme haben, ist mit den Emotionen. Jede Firma ist ein Kindergarten. Und so, ne? Wenn ich das den Leuten sage, dann sagen die, ja, ja, genau, das stimmt, das sehe ich jeden Tag. Das sind Kinder, die in anderen vor das Schienbein treten, aber selber nicht ihr Herz öffnen und sagen, dem geht's genauso wie mir. Also Sie meinen, da laufen innerpsychologische Prozesse ab in so einer Firma, die mit denen in einem Kindergarten vergleichbar sind? Ja, absolut. So. Der hat mein Spielzeug, der beachtet mich nicht. Der kriegt mehr Beachtung, der kriegt die Förderung, hat er gar nicht verdient. Und der Arsch von Chef, der sollte nicht befördert werden, er oder ich hätte befördert werden sollen. All das, alles Kinderspiel. Und gerade weil die Emotionen, das sind die größten Probleme. Sie können emotionale Probleme nicht mental lösen. Da können Sie Konferenz machen, PowerPoint-Präsentation oder sonstige Spielchen mentaler Art. Dadurch wird keine Angst und keine Kleinheit und keine Wut und keine Ohnmacht und keine Scham wird gelöst. Und da haben natürlich Firmen bis heute den größten Schiss vor. Bitte keine Gefühle hier. Aber die Gefühle machen die Probleme. Okay, so jetzt reden wir doch mal wirklich über diesen Umgang mit diesem, mit den Gefühlen, das heiße Eisen, ja. Ja. Wie läuft denn dieser Umgang ab? Wie indem setzt ich den man sich einen, da? Ich bringe heute Kindern, beispielsweise mit der Kinder-CD, meine Gefühle, meine Freunde, 3-, 4-, 5-jährige Kinder verwandeln mit dieser CD ihre Angst, ihre Wut und ihre Trauer. Das ist revolutionär, dass Kinder das können allein. Die erste, ich empfehle immer, Mama, mach mal eine Meditation mit dem Kind mit, Rest macht's allein. Viele Frauen und Männer sind jetzt 5000 CDs unterwegs, bestätige das. Mein Kind hat keine Angst mehr vom Kindergarten, vor anderen Kindern. Wenn Kinder das können, sage ich, kann jeder Mann und jede Frau das auch. Nur anfangen dürfen wir damit. Wie machen wir das? Ja, wie macht man das? Indem ich sage, ich habe Angst. Zwar, wenn ich die Anleitung früher gehabt hätte, als ich Angstattacken bekam, dann hätte ich das damals selber machen können.
Ich führe über eine Meditation die Menschen erstmal über den Körper, übers Atmen, in die Sprache des Körpers. Das heißt, dein Körper spricht zu dir durch Empfindung. Diese Angst äußert sich durch Enge, durch Spannung, Verspannung. Und er sagt, erster Schritt, ich bin bereit, mein Herz zu öffnen und meine Gefühle zu fühlen. Mit Herz. Heißt, das Gefühl ist wie ein Kind. Es sind auch die Emotionen des Kindes. Ich sage, deine Angst ist ein Gefühlsbaby. Und das wartet genau wie ein kleines Baby endlich darauf, dass du hingehst, die Augen schließt und nach innen gehst und anfängst an, alle Angst in mir oder alle Wut oder alle Kleinheit darf jetzt da sein. Ich bin bereit, dich jetzt zu fühlen. Und du atmest und du spürst, der Körper zeigt, hier ist es eng oder hier ist es eng oder wo es drückt es und Spannung. Und das ist der erste Beginn, dass Gefühle in Fluss kommen. Fühle heißt im Englischen Emotion, Energie in Bewegung. Kann nur in Fluss kommen, wenn ich ein Ja sage zum Fühlen. Und durch dieses bejahende Fühlen, am Anfang ist es wie gesagt die Enge und dahinter kommt dann die Angst. Und dann führe ich jemanden zurück in Schlüsselsituationen, wo er Angst gehabt hat, zum Beispiel in der Prüfung, in der Schule oder an der Uni. Und fühle die Situation, wo es so ganz massiv da war, fühle ich nochmal. Arbeite dann mit Lichtarbeit, mit Strahlen, mit einigen Farben, über die werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr erfahren. Das löst in meinem feinstofflichen Körper die Energien und sie können in Fluss kommen. Danach, nach dieser fünfminütigen Lichtarbeit, führe ich den zurück in dieselbe Situation. Entschuldigung, muss ich mal ganz kurz fragen, was meinen Sie mit Lichtarbeit? Das heißt, ich lasse den feinstofflichen Körper in der Vorstellung baden in Silber als Beispiel, in Violett. Das dauert nur 3-4 Minuten. Diese Farben haben Wirkung auf unseren feinstofflichen Körper. Die Vorstellung von Farbe hat Wirkung und verändert was. Jeder weiß, wenn Sie wütend sind, dann sagen Sie spontan, welche Farbe hat das? Wut, rot. Ja, da haben Sie rote Wut im Bauch. Ja? Blau, warum ist der Himmel blau, das Meer? Das ist Freiheit, Klarheit. Jede Farbe hat eine Funktion. Grün, wissen wir, warum ist der Wald grün? Weil er heilende Funktion hat. Grün hat heilend und harmonisierende Funktion. So hat jede Farbe ihre Funktion. Und in dieser Therapie und Selbsttherapie wendet der Mensch das an, geht zurück in die Schlüsselsituation und merkt, das Kind fühlt sich in derselben Situation völlig anders oder in der Prüfungssituation, ist völlig entspannt. Das heißt, der Mensch bekommt den Beweis durch ein nochmaliges Hineingehen, dass der emotionale Zustand verwandelt ist. Und wenn Kinder das machen, die sagen, vorher hat sich mein Sohn nicht in den Kindergarten getraut, jetzt geht er mit Freude dahin, dann ist das der Beweis, da hat sich in ihm was geändert. Ich behaupte also, Emotionen können durch bejahendes Fühlen, Übernahme der Verantwortung, Ansprache, du bist meine Angst, verwandelt werden in Freude. Warum in Freude? Weil Freude unsere Naturemotion ist. Dieses Herz ist natürlicherweise in Freude. Freude ist eine Grundsituation des Menschen. Und zu dieser Grundnatur, Freude und Liebe, kehren wir jetzt zurück in diesen Jahren. Kehrt da jeder hin zurück oder wie ist das mit Leuten, die... Jeder wird angestupst, seins zu machen. Das ist keine Zwangsbeglückung, sondern jeder bekommt jetzt in seine spezifische Situation und sagt, hey, das stimmt ja für mich nicht. Und dann sagt der Himmel oder das Leben, schau es dir an, bring Ordnung in dein Leben. Wie viel Unordnung haben wir? Das versteht jeder Mensch. Wenn dein Keller in Unordnung ist und du brauchst deine Schier und findest du nicht, ja, dann hast du ein Problem. Ja, weil alles Kisten sind. Wenn ich nicht weiß, was in meinen Kisten ist und Keller wert, zum Beispiel ein Ding auch aufzuräumen mal, weil der Keller steht letztlich symbolisch, genau wie der Dachspeicher, für Unbewusstes. So wie es in einem Keller aussieht, so sieht es in dir aus. Ja. Und in Menschen und in Ehen und Partnerschaften und in Firmen haben wir sehr, sehr viel Unordnung. Ein Gegeneinander, ein Klima, Demotivation, Scheißfirma, Scheißarbeit, Scheißvorgesetzter. Und wenn das um sich greift, wenn Demotivation da ist und ein Klima des Gegeneinander, inklusive Mobbing, dann muss das nur eine kritische Höhe überschreiten und dann fällt diese Firma energetisch auseinander. Gibt es da irgendwie eine ganz konkrete Übung, die Sie jetzt den Zuschauern vielleicht mal erzählen könnten, wenn Sie jetzt eine ganz konkrete Angst haben? Oder ich weiß auch gar nicht, wie bewusst den Leuten die Ängste sind eigentlich. Die Angstmeditation dauert etwas länger, aber was ich Ihnen empfehlen könnte und demonstrieren kann, mal darauf zu achten, wie oft Sie am Tag aus der Mitte fallen. Das heißt, nicht bei sich sind. Das machen wir. Wir verlieren uns, wie schon gesagt, im Denken und Tun und Machen. Und da werden wir kurzatmig. Und am Ende sind 70% abends kaputt, erschöpft. Das ist unnatürlich. Ich sage, deine Katze kommt auch nicht nach Hause und fällt ins Koma abends, sagt, ich kann nicht mehr. Aber wir schaffen das. Und dann sollen wir den Feierabend feiern. Ich empfehle, jeden Tag über mehrere Pausen zu machen. Morgens mit 10 Minuten anzufangen, die Augen zumachen und erstmal bewusst zu werden, jetzt fängt hier ein Schöpfertag an. Wie will ich heute denn mich behandeln? Wer will ich sein heute? Will ich mit offenem Herzen liebend durch den Tag gehen? Dann Pausen machen. Nicht gleich Coffee to go und das Frühstück auslassen.
Weil ein Tag möchte getaktet werden. Wir haben ja einen Rhythmus. Wir haben ein Gesetz des Rhythmus und des Taktes in der Natur. Und wir verstoßen gegen dieses Gesetz, indem wir die Pausen weglassen, dass wir das Frühstück weglassen, gehen zum Aral-Shop. Ja? Und das ist, die Mahlzeiten waren früher ein Kulturgut. Die takten den Tag. Vor 100 Jahren war 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Die haben 14, 15 Stunden gearbeitet. Und ich sage Ihnen, da gab es keinen Burnout. Weil die haben Pausen gemacht. Erstes Frühstück, zweites Frühstück, Mittagessen, Pause, Schlafen, frühes Abendessen, Vesper, früh ins Bett gehen. Das war ein anderes Ding, obwohl die viel gearbeitet haben. Es liegt also nicht an der vielen Arbeit, sondern an unserer Einstellung, dass wir nicht mehr zu uns kommen. Und eine einfache Übung, in die Mitte zu kommen, ist, schließt einfach die Augen, wenn Sie wollen, können Sie das gerade mal mitmachen, und gehen in einen Atemrhythmus. Bin ruhiger. Atmen so tief, dass der Bauch und die Brust sich leicht heben und senken. Gehen raus mit der Aufmerksamkeit aus dem Denken hin zu dem Atmen und spüren, wie der Atem ruhiger wird. Und dann stellen Sie sich vor, dass in Ihrem Oberkörper eine schöne, große, weiße Kerze steht. Beginnen bei Ihrem Steißbein mit der Flamme auf der Höhe Ihres Herzens. Machen Sie es ruhig mal und schauen jetzt diese Kerze an. Schauen auf die Flamme und sehen, wenn Sie noch unruhig sind innerlich, sehen Sie, dass die Flamme nicht ruhig vor sich hin brennt, sondern flackert. Und Sie atmen weiter, bis die Flamme sehr ruhig brennt. Und Sie spüren die aufgerichtete Kerze und die ruhig brennende Flamme, schauen Sie an, auf der Höhe Ihres Herzens und genießen das jetzt mal. Sie ist 30 Sekunden bis 60 Sekunden genießen. Sie spüren schon in den ersten Minuten, ersten Sekunden, wie beruhigend, aufrichtend, entspannend diese Kerze. Das wäre jetzt eine Übung. Wenn Sie das 30 Sekunden machen, sind Sie nach 30 Sekunden oder nach 60 Sekunden in einem völlig anderen energetischen Zustand. Vorher hatten Sie ein scheiß Kundengespräch, Sie aufgeregt mit dem Chef oder sonst was, gehen zurück, gehen aufs Klo, machen die Übung und Sie kommen und sagen, Sie gehen zentriert wieder raus. In der Mitte. Und das ist ein anderer energetischer Zustand. Immer wenn wir nicht in unserer Mitte sind, wenn wir wütend sind, Angst haben, Ohnmacht sind, dann machen wir nur Blödsinn, auch mit dem Partner. Wenn Mann und Frau sich streiten und beide im inneren Kind stecken, dann tritt sie jeder einer der anderen von den Schienbein. Sie haben auch gesagt, wenn man sich schlecht fühlt, dann geht diesem Schlechtfühlen ein unwahrer Gedanke voraus. Mhm. Kann man das so verallgemeinern? Gilt das wirklich für alle Gedanken? Ja, das kann jeder probieren. Wenn sie nicht gut geht, machen sie Augen zu. Woran habe ich gerade gedacht? Schwiegermutter. Ach, was habe ich gedacht? Sie sollte sich nicht einmischen. Ah, schreibt das auf. Dieser Gedanke können Sie testen, wenn Sie Augen zumachen und sagen, zum Beispiel, diese Welt, ein Gedanke, wo jeder vom Kopf her sagen würde, richtig, diese Welt sollte friedlicher sein. Aber bleiben wir doch mal bei der Schwiegermutter. Ja, die sollte sich nicht einmischen. Was ist denn daran falsch? Ist doch kein unwahrer Gedanke. Nein, die Schwiegermutter, die da ist und sich einmischt, die soll sich einmischen. Warum? Erster Grund, sie tut es. Das ist die Wahrheit. Der Fakt ist, sie mischt sich ein. Ich habe also eine Schwiegermutter, die sie meine Ehe einmischt. Wenn ich sage, sie sollte es nicht, kämpfe ich gegen die Wirklichkeit. Nein, die Schwiegermutter darf sich einmischen, aber ich darf gucken, wie ich darauf reagiere. Was die Schwiegermutter macht, ist gar nicht unsere Angelegenheit. Meine Angelegenheit ist, wie ich damit umgehe, wie ich darauf reagiere. Das ist nämlich ein wichtiger Schlüsselsatz. Was mein Partner macht, ob er fremd geht oder nicht, ist erstmal seine Angelegenheit. Und da habe ich nichts mehr zu tun. Wie ich darauf reagiere, ob ich mit einem Partner zusammenleben kann, will, der fremd geht, das ist die andere Frage. Verstehen Sie? Jeder Satz mit sollte oder müsste ist nie wahr. Die Welt sollte friedlicher sein. Würden die meisten sagen, richtig. Nein, die Welt darf jetzt so sein, wie sie ist, weil sie ist jetzt so. Erst wenn ich sie annehme und wahrnehme, kann sie morgen anders sein. Solange ich sage, nein, das sollte anders sein, mein Chef sollte anders sein, der Job sollte anders sein, die Politik sollte anders sein. Das ist ein Kriegsherd. Sie kämpfen gegen die Wirklichkeit. Das ist ein wichtiger Punkt ist von unseren 5 Schritten der Verwandlung. Erstens, ich übernehme meine Eigenverantwortung, komme raus aus dem Opferspiel. Zweitens, das, was da ist und schon geschehen ist, dazu sage ich ja. Das ist das Verrückteste, kann kein Tier machen, Nein sagen zu etwas, was schon da ist. Und das ist so wichtig, das Annahme, dass das, was war und was ist, ob eine Krise, eine Krankheit, Konflikt, eine Schwiegermutter oder ein Chef, der mich nicht anerkennt, für mich einen Sinn hat und eine Botschaft hat. Wie wir heute schon gesagt haben, was sagt mir das über mich? Kann ich in meiner Ruhe bleiben? Kann ich
Wenn der Chef oder die Schwiegermutter Wut auslöst in mir, dann ist es meine Wut. Das ist eine Stellvertreterwut, die habe ich früher schon gehabt auf einen anderen, sei es meiner, wenn es Schwiegermutter ist, meistens auch Mutter oder Vater. Und für diese Wut ist niemand verantwortlich. Wir sagen aber vom Kopf, meine Schwiegermutter ist schuld, die hat mich wütend gemacht. Nein, sie hat eine Wut ausgelöst, die schon lange in mir war. Nämlich, da mischen sich dauernd Leute in mein Leben ein. Das ist ein Mensch, der noch nicht bei sich angekommen ist. Also jede Schwiegermutter hat ihren Sinn. Und jeder Chef, der uns nicht anerkennt, hat seinen Sinn. Er zeigt uns, wo ich innerlich stehe. Und selbst das schlechte Wetter, wenn morgens, montags regnet, sagen die Leute, scheiß Wetter. Sie sagen Nein zum Regen und ziehen energetisch sich schon runter. Darum sagen die Radiomoderatoren montags, Leute, haltet durch, noch 5 Tage ab der Wochenende. Das sind Muster des Verhaltens. Da schmeiße ich 5 Tage in die Tonne und sage, Samstag will ich leben. Letzte Frage, wie sieht die Zukunft aus, nachdem dieser Wandel geschehen ist? Oder die Gesellschaft, ja? Oder ist die Gesellschaft eigentlich im steten Wandel und man kann eigentlich gar nicht sagen, wohin die Entwicklung geht? Doch. Sie werden in kurzen, wenigen Jahren, in 5 bis 10 Jahren, riesige Veränderungen sehen. Ich kann es nur skizzieren. Sie werden Menschen sehen, die sofort merken, wenn sie im Begriff sind, andere zu verurteilen, dass sie im Vollbewusstsein sind, dass sie sich gerade selber eine reinhauen. Das heißt, jeder, der andere verurteilt, wird nicht intellektuell, sondern spürbar merken, er kämpft gerade gegen sich. Er tut sich was Ungutes an. Das heißt, die zukünftige Welt wird eine Welt des Friedens sein, weil die Menschen in einem anderen Bewusstsein sind. Sie werden anerkennen, dass du, dass jeder von uns mein Bruder, meine Schwester ist. Und alles, was ich gegen jemanden tue, tue ich gegen mich. Das heißt, das Bewusstsein des Einsseins, dass wir alle eine Einheit sind, alle Brüder und Schwestern, alle eins sind, aus einer Quelle stammen. Dieses Bewusstsein wird in diesen Jahren entstehen. Und das Verhalten der Menschen radikal ändern. Ich kann ja gar nicht beschreiben, wie großartig die Veränderung sammelt. Ich weiß, dass die meisten Zuschauer sagen, jetzt spinnt er, aber das dürfen die denken. Das haben wir immer gedacht, wenn einer was Neues gesagt hat, was eben nicht dem Normaldenken entspricht. Da kann ich gut mit leben. Das klingt gut, das klingt wie eine Vision, der ich mich gerne anschließen will. Finde ich super. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Und wie Sie sehen, gibt es da ein Licht am Horizont, eine Hoffnung, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und dafür lohnt es sich dann auch, seine Schwiegermutter so okay zu finden, wie sie ist. Da bin ich mir sicher. Dankeschön, dass Sie da gewesen sind. Auch eine gute Zukunft. Ja. Danke fürs Zuschauen. Danke.